Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung und diesmal geht es um Hutch Trees Ahatch und Forests are back, also Wälder sind zurück und ich hoffe, dass dieser Mod mal langsam wieder etwas sinnvoll für euch erscheint. Und ja, wenn ihr einen richtig coolen, fetten Wald haben wollt, ist das genau der richtige Mod. Und ja, erstmal müsst ihr euch den runterladen. Ihr seht schon hier, dass es richtig episch aussieht, die Wälder sind richtig geil. Und dann scrollt ihr hier runter. Hier seht ihr auch das Rezept, wie der so einen fetten Baum erstellt. Das zeige ich gleich auch nochmal. Ihr ladet euch hier die Version runter. Und packt ihn halt wie immer in die Minecraft-Jar. Geht dann in euer Minecraft rein. Und was ihr halt dazu braucht, ist ein stinknormaler Sapling, Holz und das hier. Also Leaves. Und dann braucht ihr noch Obsidian. So, wir machen so ganz einfach. Wer jetzt hier irgendwo in der Nähe. So, zack. Ich glaube, das war dann so. Und dann so. Und dann so und dann so und dann brauche ich auch noch ganz kurz mal Bowmeal. Wollen wir Bowmeal da drauf? So, da haben wir jetzt so einen übertriebenen fetten Baum bekommen, wie man hier sehen kann. Das sieht doch wohl mal richtig nice aus. Es gab auch immer noch eine Option, dass er mich gefragt hat, ob er Bäume erstellen, den ganzen Forest erstellen soll. Habe ich hier diese ganze komische Dings noch. Hier, da stand dann sowas hier. Foresting, Forest Complete. Probier nochmal, ob ich das irgendwie hinbekomme. Und dann erstellt ihr, generiert ihr euch einen Forest, aber so kriegt ihr so richtig fette Bäume, also richtig episch halt. So, ich schau nochmal, ob ich irgendwas falsch vielleicht aufgebaut habe. Ne, eigentlich habe ich das aber richtig getan, also wie es normal aus, ob er mir Foresting anbietet. Zack, zack, zack und zack. Okay, jetzt bin ich in dem Baum drinne, natürlich auch herrlich. Da machen wir mal ganz kurz den kreativen Modus an und graben uns mal ganz kurz durch. Also normalerweise kommt dann noch ab und zu, wenn ihr Glück habt, so eine Meldung, wo Foresting steht und dann erstellt ihr euch haufenweise solche Bäume. Also sieht das auch schon mal richtig geil aus. Also das sind wirklich mal richtige Bäume. Und also ich probiere es noch einmal, wenn das jetzt nicht geht, dann müsst ihr mal gucken. Also ich hatte auf einer anderen Map, die habe ich jetzt gelöscht, weil die wirklich krank geworden ist, hatte mich einfach mal gefragt, ob ich mehrere Bäume erstellen möchte. Ich kann aber schauen, ob ich da irgendwas, weil ich habe mich einfach hier hochgegraben gehabt, glaube ich. So. Und ob das damit irgendwas zu tun hat, glaube ich, weniger. Dann habe ich so gemacht, dann habe ich so gemacht und habe mich hier so hingestellt. Naja, scheinbar will er das nicht, aber man hat immer diese fetten, übertriebenen Bäume. Und irgendwie konnte ich halt diesen Forest erstellen. Ich habe keine Ahnung, hat er mich halt gefragt. Make Forest, ihr könnt mal schauen, ob wir hier was finden auf der Seite. Bla bla bla. Ja, hier steht nichts. Warte mal, Features, Hutch-Tree-Biome. Okay, place is automatically die Torch. Okay. Ja, also ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls könnt ihr auf dieses Prinzip wirklich so übertrieben riesengeile Bäume machen. Und ich sag's euch, wenn ihr darauf mal ein Baumhaus baut, da sind die Dschungelbäume gar nichts gegen. Also, das sind echt epische Bäume. Vor allem, wenn ihr euch dann so eine Welt einfach mal so ein bisschen erstellt. Und dann die zum Beispiel in euer Let's Play verwendet oder sowas. Dann habt ihr so geile Bäume. Ich will gar nicht wissen, wie das jetzt hier mit Tree Assist oder Timber Mod wäre, wie viel Holz man da bekommen würde. Ja, das war's eigentlich von diesem Mod-Review. Ich hoffe, dass er für euch diesmal sinnvoll war. Weil es schon ein geiler Mod. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.